Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, was soll ich sagen, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür und Silvester sowieso. Deswegen dachte ich mir, meine Gelegenheit, euch meine Top 5 Sneaker des Jahres 2019 vorzustellen. Aber bevor wir starten, möchte ich ganz kurz gerne kurz Danke sagen. Ich finde super nice, dass mein erstes Video tatsächlich schon 300 Klicks bekommen hat, was für meine Verhältnisse schon echt cool ist, weil ich ehrlich gesagt eher so mit 12 oder mit 15 Klicks gerechnet habe. Finde ich super nice und schon mal vielen Dank dafür. Und zwar möchte ich meine Top 5 Sneaker des Jahres 2019 aufsteigen, quasi von der 5 nach der 1 sortieren. 5 ist quasi der, der mir am wenigsten gefällt und 1 ist quasi mein Sneaker des Jahres 2019. Okay, genug gelabert. Geben wir uns den ersten Sneaker. Meine Top 5 des Jahres 2019, der Nike Sakai LD Waffle. Wie der Name schon sagt, eine Zusammenarbeit zwischen Nike und Sakai. Sakai ist eine japanische High-Fashion-Brand und das Konzept des Sneakers war eigentlich, dass er im Prinzip alles doppelt hat. Sprich, der hat eine doppelte Sohle, der hat doppelte Laces, der hat eine doppelte Zunge und der hat sogar einen doppelten Nike-Swoosh. Sehr cooles Konzept. Da gab es auch einen Blazer von, sprich einen Nike Blazer, der ein ähnliches Konzept hatte. Ich habe auch noch ein weiteres Paar hier hinten stehen, komplett in weiß. Finde ich einen absolut schönen Schuh. Ist noch Deadstock, sprich ungetragen. Und zwar deswegen, weil ich ihn ehrlich gesagt super schön finde, aber nicht an meinem Fuß ehrlich gesagt sehe. Deswegen ist und bleibt er in der Box. Und ich sag mal, deswegen ist er auch wirklich nur die Top 5 2019 für mich. Und ja, super geiles Teil. Thomas Karl beiseite. Meine 8 Abonnenten werden schon gesehen haben. Und zwar mein 4. Platz, der Adidas Yeezy Boost 380 Alien. Wie gesagt, ich habe dazu schon mal ein extra Video gemacht. Kann ich auch gerne nochmal verlinken. Hat für mich auf jeden Fall einen Platz in den Top 5 verdient, weil er meiner Meinung nach der einzige schöne Yeezy in 2019 war, der besonders ist, der schwer zu bekommen war und trotzdem den Yeezy-Grundsätzen treu bleibt. Deswegen gerne nochmal altes Video abchecken und will ich gar nicht so viel zu verlieren. Ich wollte ihn nochmal erwähnt haben und haben wir auch den Yeezy beiseite. Viele werden jetzt sagen, Chris, bist du behindert, wie kannst du den Schuh auf Platz 3 setzen? Aber es ist eben meine persönliche Top 5 des Jahres 2019. Deswegen habe ich den folgenden Schuh auf Platz 3 gesetzt. Ich will kurz mit der Box anfangen, weil ich mir sicher bin, dass an der Box schon die Ersten ihn erkennen werden. Es ist eine 1er Jordan Box mit braunem statt schwarzen Farben hier. Mach mal kein großes Geheimnis drum. Es ist der Nike Air Jordan 1 Travis Scott. Er dürfte in der Top 5 einfach nicht fehlen. Mit Sicherheit der gehypteste Schuh des Jahres 2019 mit Abstand. Wie gesagt, eine Zusammenarbeit zwischen Nike und dem Rapper Travis Scott. Das auffälligste Detail ist sicherlich der übergroße Swoosh, und umgekehrte Swoosh an der Außenseite. Auf der Innenseite dieses silberne Cactus Jack Logo, was ja sein Musiklabel ist. Auch hier hinten auf der anderen Seite noch ein kleines Cactus Jack Logo. Aber meiner Meinung nach das coolste Detail am Schuh ist eigentlich die Tasche. Also man kann quasi hier oben das aufmachen und kann dann quasi alle möglichen illegalen Substanzen im Schuh verstecken. Ja, Laces waren insgesamt 5 Stück dabei. Die meisten haben diesen Sommer sicherlich die rosanen Laces getragen. Es waren aber auch braune, weiße, rote und die standardmäßigen schwarzen dabei. Ja, absolut gelungener Schuh, absolut geiles Teil, mega gehypt. Aber auch ein Schuh, den ich sagen muss, den ich nicht an meinem Fuß sehe. Und zwar deswegen, weil er einfach so heftig an Resale-Wert gewonnen hat, dass ich ihn einfach nicht tragen kann und deswegen einfach in der Box lasse und eines Tages verkaufen werde, sicherlich. Lasst zu meinem 3. Platz, ein Travis Scott. Kommen wir zum nächsten Travis. Kommen wir zu meiner 2. Platzierung des Jahres 2019. Den Nike Air Force 1 Travis Scott Cactus Jack. Auch ein absolutes Gerät meiner Meinung nach. Auch die Box, total cool gemacht. Verschiedene Farben, auch viele Travis Scott Details drauf. Hier Travis Scott, hier wie eben beim 1er Jordan das Cactus Jack Logo und auch hier auf der Seite das Cactus Jack Branding in Russisch. Die Box kann man auch, wenn man sie aufmacht, bleibt dieses Logo quasi, also geht quasi mit. Finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Aber werfen wir nochmal einen Blick auf den Schuh. Eigentlich so ziemlich das geilste Detail am Schuh meiner Meinung nach ist der Zipper hier vorne drauf, also sprich dieser Reißverschluss. Man kann ihn wirklich, wirklich, also komplett aufmachen und sieht dann quasi unten drunter die Laces durch. Auch verschiedene Farben tatsächlich auf beiden Seiten. Der Schuh hat tatsächlich 18 verschiedene Materialien. Es geht hier vorne los mit dem Wildleder, dann hier vorne das Glattleder. An der Seite viele verschiedene Stoffe, auch hier nochmal viel Cactus Jack in Russisch. Auf der Innenseite der Camouflage
Swoosh ist auch sehr nice. Und beide Schuhe haben quasi am Ende so einen kleinen Knopf. Den kann man quasi aufmachen. Auf dem hier steht quasi TX für Texas. Und auf dem anderen steht MC für Michigan City. Absolut nices Teil. Den musste ich mir leider im Resale kaufen, weil ich ihn beim Release-Tag nicht bekommen habe. Aber war sein Geld unnormal wert. Ich trage ihn super gerne. Und für mich einer der besten Sneaker des Jahres 2019. Sehr schöner Schuh. Aber würde ich sagen, kommen wir zu meinem Sneaker des Jahres 2019. Trommelwirbel bitte. Mein persönlicher Sneaker des Jahres 2019. Der Nike Air Jordan 1 SB LA to Chicago. Oh mein Gott, so ein geiles Teil. Ich finde den einfach nur nice. LA to Chicago deswegen, weil er die Farben der LA Lakers hat, sprich dieses Lila und das Gelb. Aber wenn man ihn quasi abnutzt oder viel trägt oder wirklich abreibt, hat er quasi, das kann man auch leicht sehen mit diesen roten Nähten, hat er quasi unten drunter den Chicago Colorway. Und der Chicago Colorway ist quasi grundsätzlich rot-weiß. Und wenn man quasi alles abreibt vom Schuh, hat man quasi einen komplett neuen Schuh drunter, der komplett nochmal neue Farben hat. Finde ich persönlich ein absolut geiles Konzept. Und ja, macht den Schuh auf jeden Fall unique, würde ich sagen. Und lässt ihn auch echt richtig geil aussehen. Ja, aber zum Schuh gibt es auch tatsächlich noch eine geile Backstory. Und zwar war das so, ich habe den Schuh am Release-Tag nicht bekommen. Wollte ihn aber unbedingt haben. Habe ich ein bisschen rumgesucht und einen coolen Dude gefunden. Der wollte meine Sakais haben. Also sprich, den ich vorhin vorgestellt habe, nur in einer anderen Farbe. Den hatte ich eben auch. Und habe ihn gegen den getauscht. Es ist in der Sneaker-Community immer nicht ganz so einfach, weil man ja sich quasi sehr vertrauen muss und die Sachen quasi über Internet verschickt. Aber hat alles super funktioniert. Er hat mir seinen Schuh geschickt, also den. Ich habe ihm meinen geschickt, wir haben uns gegenseitig vertraut. Und hat super funktioniert und ich denke, wir sind beide froh, dass wir den Schuh jetzt bekommen haben. Ja, mein Sneaker des Jahres 2019. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.